Moin Leute, da bin ich wieder. Heute geht es bei mir wieder um das Thema Mobilfunk. Und es geht immer auf meinem Kanal entweder um Mobilfunktarife oder um Festnetztarife. Und O2 hat heute, beziehungsweise mehrere Medien haben auf jeden Fall darüber wieder berichtet, dass O2 neuer Name für neue Festnetztarife, also Teletarife, darüber berichtet. Und Insid Digital hat mit kräftiger, also dass O2 die Festnetztarife deutlich teurer machen will. Und Kritisch Blog hat auf jeden Fall auch darüber berichtet. O2 hat selber auch darüber berichtet, dass neue Festnetztarife von O2 Home starten mit attraktiven Angeboten für alle Technologien. Und wer hat noch darüber berichtet? Warte mal gucken. Ja, das war's eigentlich, ne? Handyvertrag. Genau, und jetzt gehen wir mal auf die Seite von O2, sind wir ja schon. Genau, O2 startet am 15. November sein neues Festnetzangebot auf ihrer Internetseite. Es geht um DSL und um Kabel, 4G, 5G und Glasfasertechnologien. Und die Technologien werden um 5 Euro teurer. Und das haben die vor allem auch auf ihrer Internetseite geschrieben. Und es geht um diese Tarife hier. Da kommen wir gleich zu. Genau, O2 erhöht Neukundenrabatte zum Start der neuen O2 Home-Tarife. Und das hat O2 bei ihrer Internetseite geschrieben. Und genau. Kommen wir mal zu den Tarifen, um welche Tarife es überhaupt auch geht. Kann man das nicht mehr ranzoomen? Ne, kann man nicht, ne? Ne. Doch jetzt. Okay, 110. Genau, es geht einmal hier um den O2 Home XXL mit 1000 Mbits in Download und im Upload 50 Mbits, hat Übertragungstechnologie FTTH-Kabel, hat eine Online-Flat und Mobilfunk und Festnetz. Man kann seinen Router dazu buchen für 3 Euro, kostet im Monat 44 Euro und ab dem 13. Monat kostet das dann 59 Euro. Und dann der nächste, O2 Home XL, 500 Mbits, 50 Mbits im Upload, kostet 39 Euro in den ersten 12 Monaten. Ab dem 13. Monat kostet das dann 54,99 Euro. Dann der dritte Tarif, O2 Home L mit 250 Megabits im Download und im Upload bis zu 50. 29 Euro in den ersten 12 Monaten. Ab dem 13. Monat kostet das dann 44 Euro. Dann O2 Home M für 20 Euro. Ab dem 13. Monat 39 Euro mit 100 Mbits. Im Download und im Upload 50 Mbits, dann der günstigste Tarif, O2 Home S mit 50 Mbits. Im Download, im Upload mit 25 Mbits, kostet ab 14,99 € und ab dem 13. Monat 34 Euro. 50.000 Mbits müssen eigentlich schon reichen, genau. Das sind diese Tarife hier, dies ab dem 15. November, ich zoome das mal mehr ran, dass ihr das auf jeden Fall auch sehen könnt, die man ab dem 15. November bei O2 buchen kann. Genau. Welche Tarife hat O2 eigentlich derzeit auf ihrer Internetseite? Das habe ich auch schon aufgemacht. Das sind einmal diese 1, 2, 3, 4, 5 Tarife hier auf ihrer Internetseite. Und
Und die sollen auf jeden Fall teurer werden. Wieder um 5 Euro sollen die steigen. Ab dem 15. November. Da geht es einmal 1000 Mbits mit für 54 Euro im Monat. Also dauerhaft bis jetzt noch. Dann 500 Mbits XL für 44 Euro. 45, also 45 Euro. Dann 250.000 Mbits. Kosten dann 34 Euro. Dauerhaft kostet aber ab dem 15. November, was habe ich gesagt? 250 bis hier kosten der Nest nämlich 44 Euro. Und 100 Mbits kosten noch 29 Euro. Und kostet bald bei O2 39 Euro. Und 50 Mbits kosten gibt es ab 14,99 und ab dem 13. Monat für 34 Euro wird auch wieder teurer. Ne? Ob da O2 sich ein Eigentor damit schießt, das wird man auf jeden Fall noch sehen. Genau, das sind auf jeden Fall die neuen Tarife hier, die ab dem 15. November online gehen werden. Diesen Link von diesem, was Otto Worte da reingeschrieben hat, kann ich auf jeden Fall in einem Video mit hineintun. Und genau, und mehr gibt es über diese Tarife eigentlich nichts zu erzählen. genau, und ja. Es wird mal wieder teurer bei O2. Ob sie sich damit einen Gefallen tun, ich würde mal sagen, eher nein. Aber gut. O2 dreht mal weiter von einer Preisschraube. Ich glaube, da gibt es wirklich. Aber O2 ist von den Preisen auch nicht noch ganz okay. Aber trotzdem ist das schon sehr, sehr teuer geworden. Aber was will man machen? So ist es halt so, wie es ist. Das war es dann auch wieder von mir. Und dann würde ich mal sagen, wir hören und stellen uns mal oder hören uns mal die Tage und auf Wiedersehen. Und macht's gut.